Mittwoch mit Gott. Das ist seit 3 Wochen jetzt unsere mittwöchige Kurzandacht, bei der wir euch mitnehmen wollen, immer mit kurzen Gedanken für diese Corona-Zeit. Heute gibt es keine Andacht im üblichen Sinne, sondern ich zeige euch den Weg. Wir wollen nämlich am Karsamstag in der Osternacht hier bei uns die Kirche öffnen, die Osterkerze entzünden und Ihnen und euch die Möglichkeit geben, voneinander getrennt, mit Abstand zwischen 22.30 Uhr und 23.30 Uhr sich ein Osterlicht zu holen. Und dazu werden wir einen kleinen Gottesdienst auf dem Weg machen. Wo der stattfinden wird, dazu nehme ich euch heute mit. Im Hintergrund seht ihr schon unsere kleine Pforte. Das ist der Seiteneingang, durch den wir euch hineinbitten werden. An dieser Stelle werdet ihr versorgt werden mit ein paar Einweghandschuhen, denn unterwegs gibt es einen Punkt, an dem ihr eure Gedanken aufschreiben könnt. Und damit das auch möglichst sicher geschieht, wird es eben hier ein paar Handschuhe geben. Dieser Eingang ist dann quasi die Pforte für euren Gottesdienst mit Füßen, Gottesdienst zu Fuß. Ich gehe da jetzt mal durch. Es geht dann hier durch, durch den barrierefreien Eingang der Peterskirche in Sausenheim, hier hoch. Auf dem Weg hier wird ein Gebet, oh, die Sonne, wird ein Gebet sein, das ihr für euch lesen könnt und sprechen könnt. Dann nähern wir uns jetzt schon der Ecke an der Kirche, bevor es zum Portal geht. Etwa hier an dieser Stelle werden wir ein Pult aufstellen. Hier könnt ihr euch selbst ein Gebet, eine Fürbitte ausdenken, sie aufschreiben, den Stift dazu dann auf die Seite legen, sodass ihn der Nächste nicht nehmen kann und dann weitergehen. Der nächste Schritt wird dann hier durch unser Portal sein, durch den Eingang der Kirche hier hinter mir. Hier müssen wir euch dann bitten, dass ihr darauf achtet, dass nicht zu viele Leute gleichzeitig in der Kirche sein werden. Beim Eintreten in die Kirche werdet ihr sehen, dass wir das Osterevangelium aufgeschrieben haben. Das wird hier an der Seite mit in verschiedenen Abschnitten jeweils in den Bänken zu sehen sein, sodass ihr ein paar Schritte gehen könnt, einen Teil des Evangeliums lesen könnt und dann wieder weitergehen könnt. Hier in der Mitte der Kirche, man sieht es jetzt gerade, ich mache es jetzt einmal so, wird die Osterkerze stehen. Hier könnt ihr euch dann euer eigenes Osterlicht mitnehmen für zu Hause. Kerzen werden dafür am Anfang der Kirche am Eingang bereitgestellt sein, um dann dieses Osterlicht mit nach Hause nehmen zu können als euer kleines Osterfest, eure kleine Osternacht. Hier im Altar wird es eine Lesung geben. Die werden wir aufzeichnen und auch ins Internet stellen. Und ich werde auf jeden Fall nicht so geblendet sein wie gerade eben, denn der liebe Gott meint es gerade sehr gut und schickt seine Sonne direkt durch unser Oberlicht und brezelt mir gerade die Augen weg. Für heute möchte ich euch noch ein Gebet mitgeben, bevor wir den weiteren Schritt hinausgehen wieder aus der Kirche. Es ist ein Gebet aus der Tageszeitliturgie, die wir bei uns in unserem Gesangbuch haben. Herr, ich danke dir. Ich danke dir für diesen Tag, für jeden Tag, für jeden neuen Tag. Hilf mir, Herr, deinen Willen zu erkennen und auch zu tun. Gib mir Kraft für die Aufgaben, die mir gestellt sind. Gib mir Mut für die Schritte, die ich gehen muss. Gib mir Liebe zu den Menschen, die mir begegnen. Lass mich deine Nähe spüren und begleite mich in allem. Sei du bei mir, bei all dem, was heute geschieht. Amen. Ich möchte mit euch jetzt noch den Weg zu Ende gehen. Wir werden hier wieder aus der Kirche raustreten. Aus dem Seiteneingang der Kirche. Dann könnt ihr rübergehen. Ah, das sieht man jetzt.
leider gar nicht wegen der Sonne. Hier am Turm wird es eine Möglichkeit geben, eure Gebete aufzuhängen, aufzuschreiben, sodass wir sie in einen der nächsten Andachten einbeziehen können und euer Gebet zum Himmel schicken können. Durch die große Pforte, die jetzt noch verschlossen ist, könnt ihr dann wieder in die Nacht gehen. Wir werden dieses Osterfeuer, diese Osterkerze, wie gesagt, an Karsamstag von 22.30 Uhr bis etwa 23.30 Uhr brennen lassen und am Ostermontag noch einmal von 11 bis 12 Uhr. Wir haben auch noch mehr vorbereitet. Morgen wird es um 18 Uhr einen Online-Gottesdienst, eine Online-Andacht geben zum Gründonnerstag mit Traude Prühn und mit mir und Katja Gericke-Wohnsiedler am Handy. Am Karfreitag wird Katja Gericke-Wohnsiedler begleitet von, habe ich gerade eben gesagt, Katja am Handy? Katja an der Orgel. Was erzähle ich denn? Am Karfreitag wird Katja Gericke-Wohnsiedler wieder an der Orgel sitzen, dann in der Martinskirche in Grünstadt und Pfarrer Andreas Funke wird mit euch eine Liturgie zur Sterbestunde online begehen. Dieser Gottesdienst wird um 15 Uhr auf dem YouTube-Kanal Chris und die Kirche hochgeladen sein. Am Karsamstag in der Osternacht werden wir um 22 Uhr das Entzünden der Osterkerze auf YouTube zeigen mit einer kleinen Liturgie. Und am Ostersonntag gibt es einen Ostergottesdienst aus der Andreaskirche in Kirchheim mit Pfarrer Sascha Weber, mit mir in der Liturgie und Pfarrerin Traude Prühn. Am Ostermontag gibt es ab 10 Uhr bei YouTube einen Kinder- und Familiengottesdienst, den Max Niesner, Ilona Kohl und ich vorbereite. Da werden auch meine Gitarrenskills mal wieder rauskommen. Das könnte spannend werden. Ich wünsche euch jetzt an diesem Mittwoch mit Gott einen schönen Abend, bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder, dann in Live und in Farbe. Und dann können wir gemeinsam wieder Gottesdienste feiern.